Oh nein. Ja, war ja klar, dass irgendwie was passiert. Okay. Sie wusste, dass ich hier lang komme. Sonst hätte sie es ja nicht da dran geschmiert. Oder? Oder, meine Freunde? Oh no. Zahlenmäßig war ich unterlegen. Das, was jetzt passieren würde, war ja irgendwie klar. Okay. Au. Penner. Stirb. Genau drauf da. Oh. Genug. Keinen Schritt weiter. Oh nee, Tornado-Warnung auf folgenden Wegen. Stopp, es reicht. Ja, genau, ist richtig. Schnell weg hier, vom Dunkel entfliehen. Okay, ich muss hier schnell weg. Es könnte jetzt einige Anläufe dauern, das war ziemlich kniffelig hier im Weg. Man muss auch viel springen und dann kack. Und der Weg bricht ein. Okay. Oh, spannend. Huhuhu. Hinter mir bricht alles ein. Das ist ja uncool hier, was hier gerade passiert. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, bin ich nicht sicher. Wer hätte das gedacht? Dann hier schnell lang. Oder auch nicht. Ja, dann stirbt man auch mal. Man fällt in die Tiefe und dann ist man tot. Ne? Und dann ist man tot halt. Dann ist man halt tot. Zick, zick. Zügig, zügig. Ich habe das Gefühl, dass ich mit der Schruffente viel langsamer bin. Das ist aber nur Einbildung. Das ist gar nicht so. Der Weg ist ja von sich auch schon ziemlich langsam. Okay, das haben wir geschafft. Oh, das war uncool. Oh. Ist richtig. Ja, doch auf der Fresse hier. Alter Verwalter, riss ja so einen Pfosten gegen den Kopf hier und steht immer noch. Sie haben es geschafft. Gut gemacht. Ich bin froh, dass ich bald schlag. Aber das Risiko war wahnsinnig hoch. Keine Sorge wegen des Lärms. Wir sind sicher. Ich kümmere mich nun schon seit vielen Jahren um den Heldenraum. Es gibt keine Schatten dort. Die Stromversorgung ist ausfallsicher und alle Glühbirnen sind nummeriert und werden regelmäßig nach Marke und Modell ausgewechselt. Ein bisschen plemplem ist er ja schon. Na selber, Chef Breaker. Jojo. Ja? Ja? Im Norden am Raincoast Point ist ein alter Armeestück. Die sind aber Schatten. Sie lügt. Die Lady des Lichts. Nehmen Sie den. Dann muss ich mich nicht mehr um den Raum kümmern, denn 6, 33 und 118.
Kapseln müssen bald ausgetauscht werden. Und ich will nicht die Leiter hochklettern, um sie auszutauschen, denn es ist schon spät und ich bin müde. Und wenn Sie den nehmen, muss ich das nicht mehr tun. Die Seite war autobiografisch, eine Kindheitserinnerung. Aber ich hatte sie nicht geschrieben. Thomas Zane hatte sie verfasst. Dabei sollten sie doch nicht mehr existieren. Alan, 7 Jahre alt, wehrte sich heftig gegen den Schlaf. Wenn er doch einschlief, wachte er schreiend auf, die Albträume noch frisch in Erinnerung. Eines Abends saß seine Mutter an seinem Bett und gab ihm einen alten Lichtschalter, den sie Klicker nannte. Er sollte ein magisches Licht einschalten können, das Monster verjagte. Um dem Talisman mehr Kraft zu verleihen, erzählte sie, dass sie ihn von Alans Vater hätte. Alan hatte ihn nicht gekannt und alles von ihm wurde in seiner Fantasie mystisch. Den Klicker fest umklammert, schlief Alan endlich wie ein Baby. Jetzt, fast 30 Jahre später, dachte Alan daran, als er am Cauldron Lake stand, den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang. Meine Gedanken wirbelten. Ich hatte Alice den Klicker gegeben und doch war er hier. Zane hatte ihn herbeigeschrieben in einer von mir verfassten Geschichte. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Ende von Folge 5. Und somit machen wir die nächste Episode. Bisher bei Alan Wake. Ich schrieb eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Thomas Zane tat dasselbe in den 70ern. Keinen Schritt weiter. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte. Niemand wird überleben. Sie kannten Zane! Thomas Zane! Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Er ließ etwas zurück, was mir hilft. Den Klicker. Alan dachte daran, als er am Cauldron Lake stand. Den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Folge 6. Abreise. Ich hatte einen Kater. Mein Kopf war kurz vorm Explodieren und das Licht tat mir in den Augen weh. Ich brauchte meine Sonnenbrille und Schmerzmittel. In einem Moment der Selbsttäuschung schwur ich, mit dem Trinken aufzuhören. Die Sonnenbrille machte die Welt wieder erträglicher. Jetzt konnte ich die Augen öffnen, ohne mich wie ein Vampir in der Sonne zu Ja, dann wirkt es vielleicht ein Kanasäufer, kann das sein? Ohne Schmerzmittel würde ich es vielleicht nicht rausschaffen. Die Pillen wirkten schnell. Die Aussicht, wach zu sein, schien langsam etwas erträglicher. Ja, wenn du das sagst. Auf dem Anrufbeantworter war eine Nachricht für mich. Wollen wir sie lesen, Mr. Wick? Ich glaube schon, ne? Also Barry scheint es ja gut zu gehen. Dem stört das nicht. Ladies and gentlemen, welcome to the Harry
haben heute Abend eine großartige Show. Ich spreche mit dem Bestseller-Autor Alan Wake über sein neues Buch The Sudden Storm. Ja, liest sich gut. Kaufen Sie. Hey, es liest sich wirklich gut. Hören Sie. Ganz ehrlich. Ist das klug? Nein, aber ich tue es trotzdem. Ich habe hier Leute, die mir Inhaltsangaben für Bücher schreiben. Aber das hier habe ich wirklich von vorne bis hinten durchgelesen. Ich meine, ich bin ein großer Fan. Wow, danke.